Willkommen zurück zu Gothic 3, dem Spiel, wo wir gerade den Tempel von Morazul leergeräumt haben. Und es war zum Glück nur ein einziger untoter Priester in diesen Tiefen. Was, Untote können Priester sein? Klar, können sie sich ein. Nein, können sie nicht. Heilung auf Untote macht Schaden. Zumindest in Divinity. Oder eigentlich auch generell. Das mochte ja nicht mal in Divinity. Original Sin. Das ist halt, dass das so richtig klassisch war. So Feuerelementare heilen sich durch Feuer und, weißt du, und Untote nehmen halt Schaden durch Heilung. Das war voll geil. Das haben die Gegner auch ausgenutzt. Wenn ein Untote im Team hat, das haben die, fangen die an zu heilen. So, wir machen diesen Korb auf mit einem legendären Rezept. Was ist denn das hier? Adonos Krone. Benötigt alles Wissen 250. Das ist recht wertvoll. Und ein Silberpokal. Nicht so wertvoll. Questerfolg. Finden die Krone. Also langsam wird das hier mit den Adonos-Equipment ganz gut. Wir haben Adonos-Robe. Wir haben die Adonos-Dings. Und wir haben irgendwo noch das Amulett von Adonos. Irgendwo. Amulett der Göttlichkeit haben wir hier noch. Das heißt, wir haben jetzt drei Artefakte von Adonos, ne? Ah ne, wir haben nur noch den Adonos-Ring. Der ist nur Kacke. Warlock Master of Arcane macht das auch schon. Was auch immer Warlock Master of Arcane ist. Was mich daran erinnert, dass ich Axe Fatalis nochmal spielen wollte. Nur wann? Wollte ich nicht rauschen, Leute. Also, wir kommen zurück zu Gothic 3, hab ich schon gesagt, ne? Wir werden alle Orks tot. Ich kann hier nichts machen. Ich würde die Tür wieder zumachen. Fall. Schön. Was willst du, Mora? Warlock Civilization mit Hintersee und Magiestadtforschung. Ja, das klingt doch ganz gut. So hat er nicht der Häuptling überlebt. Hat er. Möchte er mich vielleicht nochmal angreifen? Zum dritten Mal. Ne, vierten Mal. Du hast das Artefakt gefunden. Ich werde nicht zulassen, dass du damit entkommst, Mora. Jetzt wirst du Blut. Ah! Hat denn schon wieder Waffe hergefunden? Hab ich denn nicht seine Waffe weggenommen? Stehen bleiben, Mora! Niemals! Ganz schön Damage, ne? Oh, ich hab den Typen nicht gefinisht. Oh. Oh nein, ich hab ihm seine Waffe nicht geklaut. Viel schlimmer. Ich hab dich ins... Dann steht einem da am Brust, da muss ich auf jeden Fall sterben. Ja, klar, kannst du mich blocken mit deiner Einhand-Axt. Jetzt ist er aber tot, oder? Ne, ist er nicht. Die sind doch rot, warum... Warum hau ich die immer noch im Pazifismus-Modus? Oh, sieht ja, wie der Typ da hinten angesprittet kommt. Ich werde dich zertreten. Stehen bleiben, Mara! Du hattest Glück, Mara! Der Kampf wird nicht lange dauern! Ich finde es auch schön, wie die neutral bleiben, solange sie keine Waffe haben. Ey, das ist das Gute. Ne? Diesen scheiß fucking Orks. Oh, wer ist er denn noch? Oh, das ist so dumm. Das ist wirklich ziemlich dumm, ne? Wie vor allem jetzt irgendwelche Orks von irgendwo in der anderen Seite der Map angesprungen kommen. Und die halt immer wieder aufstehen! Die sind rot, verdammt! Warum sterben die nicht, wenn ich die töte? Also, der klingt jetzt noch roter, wenn ich ihn ausspreche, aber... Warum bleiben die nicht liegen, wenn ich sie töte? So rum. Der lebt auch noch! Naja, okay, die sind jetzt wirklich tot. Kann das sein, dass ich jetzt natürlich die Assassinen gegen mich aufgebaut habe? Nee, der lebt noch, oder? Ja. Ich
Ich hätte einfach mit dem Typen sprechen sollen. Mann, ey, das ist so dumm. Sind rot bleiben? Ja, das dachte ich vorhin auch. Die waren doch vorhin auch schon rot. So. Ich meine, man möchte wirklich meinen, dass hier langsam mal... Ruhe reicht, aber nein. Guck mal, das ist immer noch mehr. Guck mal, der ist schon angeschlagen. Ja, er blockt mit seiner scheiß Handaxt. Wie soll das bitte schon funktionieren? Er hat eine verdammte Einhand. Ist denn. Ach Mann, jetzt komme ich hier nicht mehr runter, weil. Oh. Der einzige Trost ist, ich kann die Idioten danach plündern, ne? Wer kommt denn jetzt da hinten noch? Das ist so ein Witz los! Nicht einer von denen hat eine Waffe, mit dem man irgendwie blocken könnte. Das wäre doch mal mehr! Das kannst du nicht sein! Wo kommen diese ganzen Schwachpfosten bitte schön alle her? Und ja, er hat einen Lebenspunkt. Er hat einfach einen Lebenspunkt. Ja. Vorhin der eine hat sogar den komischen Holzpfosten aufgesammelt von den. Wo haben wir es denn langsam mal? Wo kommen die denn noch her? Alter! Echt jetzt? Wer sind die? Das ist doch ein schlechter Scherz. Oh. Das ist bestimmt wieder so ein Ding, was mir Gonzales nachsehen wird, oder? Mit den Orks von... Hunderte Parts später fragt man nach der Logik. Ja, mal ohne Witz, wo kommen die Büschel jetzt alle her? Das ist die... Weißt du, wenn ich das gewusst hätte, dass die komplett ausrasten hier, vor allem habe ich jetzt noch wieder einen Ort überfallen, ne? Das sieht ja anscheinend hier als Stadt. Da wird bestimmt hässlich Gonzales gleich wieder rumjammern. Mir ist zu Ohren gekommen, eine oder Städte wurde geplündert. Ja, das Spiel, das braucht, glaube ich, noch ein Ende. Das wird nicht heute sein. Leider wird man ja noch nicht so richtig reich dabei, ne? Schwertmesser. Ich ahne halt wirklich, dass mir jetzt gleich die Leute oben in Morasul böse sind, ne? Und ich hätte all das vermeiden können, wenn ich einfach nicht mit ihm geredet hätte. Hurra, für 70 Folgen Nordmar. Meinst du, Nordmar dauert so lange? Warte mal, der einzige Typ, der nicht gekommen ist, ist dieser komische fette Kerl hier, oder? Der hier oben stand irgendwo. Oh, die sehen jetzt recht leer hier aus. Ach, hier oben sind noch Zombies. Die haben anscheinend die restlichen Leute getötet. Cool. Ach, hier oben, die Zeltstadt haben die Zombies übernommen. Ja, nee, danke. Kann ich gut drauf verzichten. Okay, ich mach mal ein vorsichtiges Quicksave und teleportiere mich mal nach Morasil. Morasil, genau. Nach Morasul und schau mal, ob noch irgendjemand mehr reden möchte. Ich kann mich übrigens nicht erinnern, dass ich die Quest hatte. Nö, die mögen mich noch. Wahrscheinlich jammert mir jetzt wieder Gonzales einen ab, ne? Alter, eine weitere unserer Städte wurde überfallen. Aber das ist eigentlich relativ egal, oder? Ob ein Gonzales mir einen vorhält oder nicht, ne? Weil eigentlich interessiert mich das ein Scheiß. Es gibt schlechten immer, wenn das nicht auf. Was willst du da? Ja! Mach schon! Gonzales ist ganz schön tanky, oder? Ein bisschen endbossig. Aber wenn der NPC denn nur auf seinem Thron sitzt, ja, hätte er ganz schön viel aus. Gib's ihm! Die Assassinen das respektieren, wenn ich einen Anführer töte und einfach sage, ich bin jetzt hier am Drücker?
Mach schon! Da! 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 Wird euch den guten Gonzales plündern? Das versaut mir übrigens die Quest. Wo sich auch nicht darüber erfreut. Da! Da! Ist er wirklich tot? Da! 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 Na gut, egal. Wollen wir jetzt eh mal nicht tun. Na gut, unabhängig davon, das war der Tempel von Morasul. Und das soll ich da übrigens herum. So, wir haben jetzt erst ein weiteres Alanus-Artefakt. Uns fehlt noch ein einziger Kelch. Und wir sind in Montera immer noch nicht in der Burg gewesen. Vielleicht gibt es da noch einen Kelch. Oder der letzte Kelch liegt direkt in Nordmann. Das kann natürlich auch sein. Unabhängig davon sind wir jetzt hier erstmal auf jeden Fall durch. Und damit haben wir, glaube ich, die Wüste minus Ishtar bereits abgeschlossen. Das einzige Problem ist, ne, und wir haben halt nicht in die, wir haben halt in Benzala, haben wir zum Beispiel nicht genug Ruf gekriegt, aber ist auch egal. Und Benreerei lustiger ist auch nicht, ne? In Praga findest du auch noch von vorne, gut, da gibt es keine Oberstadt, ist also auch egal. 60. Tag, 20 Uhr. Na gut. Wir müssen also nochmal zurück nach Montera. Halt, wir müssen nicht nach zurück, ne? So, Marek will Birdies. Wir haben Bradley's Sklavenliste. Marek für Bradley's Sklavenliste. Das ist doch so ein Mistvieh! Was? Ihr macht das schon. Okay, gut, wir gehen mal nach Montera und gucken mal, ob wir mit irgendjemandem reden können. Die Wassermarke kannst du später töten? Das will ich doch gar nicht. Ich will ja die Revolution anführen. Ich will bloß jetzt nicht die Revolution anführen. Weil ich halt so ein bisschen Angst habe, wenn ich das jetzt mache, dann verbaue ich mir andere Quests, die, die vielleicht irgendwie noch die Spielwelt mit wertvollen, wichtigen Lektionen füllen können. Oh, guck mal, Assassine. Basir? Untrainierter Söldner. Bist du auch gekommen, mich zu verhöhnen? Wie sieht er denn aus? Was ist dir denn über die Leber gelaufen? Sieh mal an, du weißt doch gar nichts von meinem Glück. Ich komme aus der Wüste und habe mit meiner Karawane das Land durchreist. Die verfluchten Hunde von Rebellen haben mich vor der Stadt überfallen und mir alles genommen. Ist das Muster in sein Gesicht ernst gemeint? Haben das alle Nomaden? Und ich habe das bis jetzt, Quatsch, alle Assassinen? Ich habe das bis jetzt noch nicht gesehen. Was hast du dabei gehabt? Wertvolles, Seltenes, Kostbares, Artefakte und Geschmeide. Es ist ein Jammer, wenn ich wenigstens noch meine alte Goldschatulle hätte. Sie ist für mich von unschätzbarem, persönlichem Wert gewesen. Eine Goldschatulle. Habe ich die? Hier hast du deine alte Goldschatulle. Sie lag immer noch auf der Straße im Westen, bei deinem anderen Kram. Du Hundesohn, das ist ja großartig. Dafür werde ich dich reich belohnen, mein blasser Freund. Als ob ich nicht schon genug Probleme hätte. Zeig mir deine Ware. 1000 Gold und 1000 Gold, ne? Ring der Energieabwehr, Schutz vor Energie. Bis jetzt war Energieabwehr noch nicht so ein messhafter Schutz. Energiestab. Er hat ein paar interessante Sachen im Angebot, ne? Aber kein Wasser. Heiltränke sind ganz schön teuer. Na egal. Der dicke Daniel. Erzähl mir was über diese Stadt. Montera ist eine Handelsstadt und. Wie soll das auch anders sein? Von den Orks besetzt. Doch die Orks halten sich hauptsächlich im Innern der Burg auf. In den äußeren Bezirken von Montera herrschen die Söldner der Orks. Hier ist das Händlerviertel der Stadt. Doch erwarte nicht zu viel. Seit die Orks die ganze Stadt umgraben, verirren sich nur noch sehr wenige Händler nach Montera. Wie kommst du mit den Söldnern zurecht? Nun, es geht. Marek ist der Anführer der Truppe. Wenn die Jungs irgendwelchen Mist bauen, haut Marek ihnen auf die Finger. Der klingt so richtig erfreut dabei, ne? Wer führt die Orks an in dieser Stadt? Sein Name ist Varek. Bisher habe selbst ich ihn noch nicht zu Gesicht bekommen. Er ist bisher noch nie aus dem inneren Burghof herausgekommen. Erzähl mir mehr über die Ausgrabungen. Überall, wo die Ruinen des alten Volkes noch stehen, buddeln die Orks alles aus, was sie finden können. Weiß der Geier, was sie suchen. Ich habe gehört, dass es mittlerweile in fast jeder Stadt solche Ausgrabungen gibt. Es wird übrigens witzig, den letzten Kelch zu finden, falls er mir nicht über den Weg läuft. Ne? Ich habe jetzt 11 Stück von 12. Falls der 12, den ich irgendwie noch offensichtlich irgendwo rumsteht, wo ich noch weiß, wo er ist, wird das interessant, den zu finden, ne? Weil ich weiß ja nicht, welche ich schon habe. Gib mir was zu trinken. Ach, kein Problem. Schnaps halten. Ah ja, gut.
Das war also der dicke Daniel. Mir fällt übrigens gerade jetzt auf, so nach sehr langer Spielzeit, dass ich in die Ich-Perspektive einfach so wechseln kann, dass ich mit dem Mausrad reinscrolle. Das habe ich gerade so instinktiv gemacht, weil ich das mal eh so mache. Das funktioniert hier auch. Wusste ich halt echt nicht. Kochdorf. Können wir noch was braten hier? Zombies wahrscheinlich, ja. Das hat uns gerade noch gefehlt. Wir können tatsächlich Eintöpfe machen. Das ist eigentlich ziemlich ineffizient, das zu machen. Das fällt mir gerade so mal auf. Na, guck mal, du machst, du verbrauchst. Irgendwann ist auch das dafür zweimal gebratenes Fleisch. Das gebratene Fleisch heilt 25%. Nee, halt 20%. Nee, das ist nicht ineffizient. Lecker. Ich glaube, ich will das gar nicht hören. Der Schnaps. Oder der Eintopf. Oder ich muss das mal kurz überprüfen. Am besten du erledigst das selbst. Das Fleisch heilt 20%. Der Eintopf heilt 40. Lecker. Ausrufezeichen. Der Eintopf ist. Habe ich nicht einige von denen schon in den Tod geschickt? Ja, mit der Ausgabe und den Topf habe ich auf jeden Fall schon. Das sind wir hier. Ach genau, die benannten Wachen habe ich ja schon ins Messer geliefert. Ich erinnere mich wieder. Oh, das ist doch Marek, oder? Mann, ich weiß. Nee. Ist er? Ein Aufstreben, also. Er sieht nicht so gut, wie sie aufstreben. Quick Save. Das ist Marek. Wegen der Söldner. Trano arbeitet wieder. Ist doch besser für ihn. Hier hast du deinen Lohn. Hey, ich habe noch was vergessen. Nee, warte mal. Welche Liste brauche ich? Marek will Bradleys Sklavenliste. War Bradley der Idiot draußen? Warte mal, bevor ich irgendwas mache, gehe ich noch kurz pennen. Ich hatte doch hier sogar meine eigene Hütte, oder nicht? Genau, hier, die hier. Bradley war der Typ draußen auf dem Hof, ne? Genau. So. Versuchen wir nicht in Montera nochmal in die Burg reinzukommen. Weil das wäre auch nochmal ganz interessant, nicht wahr? So. Und dann bin ich da und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es heißt Gothic.